das gefilmte Interview hier bei Radio Schlagerparadies und ich freue mich ganz besonders. Frau Signori ist bei mir. Schön, dass du da bist. Ich bin das erste Mal da. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe es auch geschafft aus der Schweiz hierher. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Du bist natürlich hier, du hast es jetzt schon in der Hand. So, ja. Noch lange nicht genug heißt dein neues Album und deswegen bist du heute hier. Ja, noch lange nicht genug ist der Albumtitel. Ja, ich denke mal, wenn man so einen Albumtitel wählt, dann verbindet man auch ganz, ganz viel damit. Was bedeutet der für dich? Ja, er hat eigentlich so zwei Seiten. Also die eine Seite ist sicher mal so vom Leben her. Also ich bin jetzt 41 jetzt und habe da zum 40. Geburtstag mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Ist das das Leben, das ich so leben will? Macht es mir Spaß? Möchte ich was anderes tun oder so? Und da habe ich gemerkt, dass es mir einfach unglaublich Spaß macht zu leben. Und dass ich nicht diesen Alltagstrott möchte, sondern dass ich eben nicht nur aufs Wochenende hinleben möchte und da ausbrechen und unter der Woche so quasi diesen Trott gehen und keinen Spaß haben am Leben eigentlich. Da wollte ich unbedingt ausbrechen und sagen, ich habe noch ewig lange nicht genug vom Leben. Ich will noch ganz viel probieren, neue Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel Paragliding. Vor kurzem habe ich einen Paragliding-Flug gemacht. Das allererste Mal, es war ein Traum. Und solche Sachen will ich unbedingt noch ausprobieren, aber auch kleine Dinge, weißt du. Einfach sich etwas Gutes tun, jeden Tag und jeden Tag auch wirklich bewusst leben, das will ich. Und die andere Seite ist natürlich auch beruflich. Ja, macht es mir immer noch Spaß? Will ich das immer noch, diese Rumreiserei und so? Und da bin ich auch zum Ergebnis gekommen, ja, genau das macht mir Spaß. Das will ich noch lange machen. Ich stehe jetzt 20 Jahre auf der Bühne und freue mich auf jedes weitere Konzert, das ich machen darf. Man schätzt das jetzt auch viel mehr. Weißt du, wenn du jetzt auf der Bühne stehen darfst nach 20 Jahren, da schätzt du das viel mehr als früher. Und du genießt es eigentlich doppelt und dreifach. Und ich habe von meinen Fans, ich habe von meiner Musik, ich habe von den Konzerten, TV-Sendungen, was auch immer, ich habe noch lange nicht genug. Da will ich noch mehr. Das ist jetzt wunderbar umschrieben und beim Album ist mir jetzt so aufgefallen, dass es sehr, sehr vielseitig ist und irgendwie spielt sich das ja auch in deinem Leben, oder spiegelt sich das in deinem Leben ja dann jetzt wieder, wie du es so umschrieben hast. Also das Album, das hat ganz, ganz viel Stimmung, also es hat ganz viel Druck dahinter, aber es sind auch Balladen, ganz, ganz ruhige dahinter und du verbindest auch die Heimat damit, aber du kannst das, glaube ich, besser selber beschreiben, also was das Album eigentlich ist für dich. Ja, das Album ist in erster Linie schon so ein positives, lebensfrohes Partyalbum, wo man wirklich abfeiern kann die meiste Zeit. Und dann hat es so 1, 2, 3 Balladen drauf. 4. Was sind denn 16 Titel sind drauf, oder? Und 4 Balladen sind drauf. Und das ist auch eine Seite, die ich sehr genieße. Also Balladen zu singen ist natürlich extrem schön und das flutscht so raus bei mir, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht. Und das andere ist halt wirklich diese Party-Seite und diese temperamentvolle Seite. Obschon, dass ich Schweizer bin, macht es mir unglaublich Spaß, mein Temperament rauszuholen und mit den Leuten zu feiern. Und das war mir auch sehr wichtig. Ich habe ja mit Tommy Mustach 13 Titel, haben wir selber geschrieben auf dem Album. Wir haben uns also sehr viel Zeit genommen, das wirklich schön zu komponieren. Und in den letzten fast 2 Jahren hat es jetzt gedauert, bis wir das Album dann fertig hatten. Und das ist einfach so alles drauf, was ich liebe. Also eben auch zum Beispiel den Hüftschwung liebe ich so. Da ist ein Titel drauf, der heißt Sommer. Das ist so das Latino-Temperament, kann man da auspacken und wirklich so die Hüften knallen lassen. Das ist halt auch einfach wunderschön, finde ich. Und es gibt auch ein Duett mit Bernhard Brink. Ja. Wie kamst du dazu? Bernhard, den kenne ich schon so lange. Und wir waren mal bei einer Fernsehsendung, da habe ich gerade erst angefangen. Er war da schon die Legende, ganz klar. Und da wurden wir zusammen dann zum Flughafen geschuttelt. Wir sind dort ausgestiegen. Ich natürlich direkt zu der Economy-Klasse angesteuert, zum Anstehen, oder? Damals musste man noch nicht selber einchecken, sondern damals war es einfach, die Schlange war unendlich, oder? Und er schön neben mir durch, weißt du, so zum Senator einchecken rüber mit dem roten, schönen Teppichboden, weißt du, wie ich meine? Weil natürlich ein Vielflieger, ist ja klar. Und von daher war das so lustig. Ich habe mir gedacht, oh, da würde ich jetzt auch gerne, aber na gut.
Economy, passt auf, ich warte jetzt einfach. Und dann kam der wirklich plötzlich zurück, so nach 2-3 Minuten kam der zurück und hat gesagt, hey, du kannst doch bei uns einchecken. Also komm mit, check bei uns ein und dann gehen wir noch was essen, weil dann haben wir noch Zeit und können die irgendwie totschlagen zusammen. Und das war sehr lustig und seither haben wir so eine Freundschaft und eine Kollegschaft, die mir sehr viel bedeutet und wir haben wirklich sehr viel Spaß miteinander. Und ich habe den Titel zuerst alleine aufgesungen und fand einfach, hier fehlt was. Da muss irgendwie noch eine männliche Stimme dazu. Und da war es für mich, es war wie ein Blitzgedanke. Es kam mir bei dem Titel nur ein Bernhard in Sinn. Und ich habe ihm dann eine SMS geschrieben und er hat gesagt, klar, machen wir. Der war sofort dabei und das hat mich sehr gefreut. Wie lange ist diese Situation jetzt beim Flieger her? Naja, das werden schon so 18 Jahre sein, oder? Ja, 20 Jahre auf der Bühne. Ja, das war wirklich am Anfang 18 Jahre ungefähr. Also dann hat die Freundschaft lange gehalten. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis das Duett dann auch zustande kam. Irgendwie. Ja, ein gut Ding muss Weile haben, oder wie sagt man? Ja, genau. Und da ist ein Cover drauf auf dem Album. Und Oh Danny Boy, also du zeigst da wirklich, was du stimmlich auch drauf hast damit. Es ist ja so ein bisschen anders als die anderen Titel, die auf dem Album sind. Aber ja, warum genau dieser Titel? Warum genau dieses Cover und warum genau jetzt? Danny Boy ist... Ich mache immer bei der CD, mache ich mir auch ein Geschenk selber. Das sollte man unbedingt tun. Man sollte sich selber beschenken, finde ich. Weil man hat es verdient. Man sollte nicht warten, bis jemand sie einen beschenkt, sondern man kann sie auch gleich selber machen. Das ist so mein Motto und darum habe ich Danny Boy draufgepackt, weil ich den Titel total liebe. Es ist ein irischer Titel, ein ganz traditioneller Titel. Er ist so wunderschön, sentimental, melancholisch, so richtig schön traurig. Der passt wunderbar und zum Singen natürlich auch großartig. Und es ist früh, also beim letzten Album hatte ich Guten Abend, Gute Nacht gesungen, als mein kleines Geschenk für mich so quasi. Und bei diesem Album, da sollte es dann Danny Boy sein. Und das ist auch der erste Titel, den ich mal in Englisch singe. Aber das ist, ich glaube, da spielt die Sprache überhaupt keine Rolle, weil das muss man einfach mit offenem Herzen fühlen und auf sich wirken lassen. Und wie gesagt, die Stimme, die du bei dir da rauskommt, das ist, also man kriegt Gänsehaut, kann man wirklich sagen. Also für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, man muss es unbedingt hören. Also es lohnt sich. Danke. Ein Thema, das natürlich immer noch durch die Presse geht und deswegen müssen wir natürlich auch drauf eingehen, ist deine Krebserkrankung, die du vor einem Jahr ja erfahren hast und dich sozusagen jetzt auch wirklich durchgekämpft hast. Und als ich den Titel Da geht noch mehr gehört habe, also die erste Single, hatte ich es auch gedacht, das ist auch eine Art irgendwie das Ganze zu verarbeiten und auch vielleicht auch hinter dir zu lassen, oder? Ja, also hinter mir zu lassen, es ist, das ist ein Teil von meinem Leben jetzt, das ist ganz klar. Das war vor einem, also April 2017 war die Diagnose und dann wurde ich operiert, habe die Chemotherapie gemacht, habe die Strahlung gemacht und Ende Jahr 2017 war dann alles abgeschlossen. Und 2018 im April, also eigentlich ein Jahr später, habe ich es dann publik gemacht. Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich nicht erklären wollte, warum dass ich jetzt kurze schwarze Haare habe anstelle der blonden Haaren. Und ich wollte die Leute auch nicht anlügen. Darum ging ich dann mit dem an die Öffentlichkeit. Und das ist ein Teil von mir jetzt, diese Zeit. Ich bin unglaublich glücklich, wie gut das es ging, wie mein Körper alles so durchgestanden hat. Ich habe ja die ganze Zeit, habe ich neben oder während der Chemotherapie und auch während der Bestrahlung habe ich ja immer gearbeitet. Ich stand ja immer auf der Bühne. Ich konnte alle meine Auftritte wahrnehmen, die ich gemacht habe. Und das hat mir sehr viel geholfen, dass ich eben auch nicht so tief in ein Loch falle, sondern dass ich irgendwo mich nicht so fallen lassen konnte. Ich wusste immer, okay, Montag bis Donnerstag kannst du dich ausruhen, dann Freitag, Samstag, Sonntag stehst du meistens auf der Bühne. Und das ging alles sehr gut. Und ich weiß natürlich, dass ich unglaubliches Glück hatte, auch dass ich so früh, dass ich so früh erkannt wurde, dass sofort gehandelt wurde. Da weiß ich, dass es vielen anderen Frauen oder auch Männern sehr viel schlechter geht als mir und die eine ganz andere Diagnose kriegen. Und darum will ich dieses Glück, das ich da hatte, das will ich gar nicht so irgendwie wie hinter mir lassen und wegschieben. Das klingt für mich irgendwie etwas negativ, sondern es ist ein Teil von mir. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und wenn das jetzt auch in der Öffentlichkeit so erzählt wird, dann ist es ja auch
eigentlich schön oder hilft es ja vielleicht auch, dass eben auch eine andere Frau eher sagt, okay, ich gehe mal zum Frauenarzt und lass mich einfach mal voruntersuchen und das würde mich sehr freuen, aber sonst will ich diese Zeit eben gar nicht so einfach hinter mir lassen, sondern das gehört zu mir, passt schon. Also ich finde es unglaublich toll, wie du damit umgehst, also so positiv damit umgehst. Und ich denke mal, trotz alledem wird sich dein Leben auch ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber es wird sich verändert haben dadurch. Ja, natürlich. Also ich meine, auf einmal ist es total anders. Also ich meine, wenn du so eine Diagnose kriegst, da hast du einen Schock und dann musst du mal dein Leben neu orientieren. Das konnte ich sehr schnell machen und ich habe mich sehr schnell einfach wirklich auf das Gesundwerden fokussiert und darum habe ich die Öffentlichkeit auch nicht informiert, weil ich einfach keine äußeren Einflüsse wollte, sondern ich wollte mich wirklich nur auf mich konzentrieren und auf meine Gesundheit konzentrieren. Und es ist... Wie soll ich sagen? Es ist natürlich verändert es irgendwas in dir und ich habe auch schon vorher, habe ich mich eigentlich auch schon ziemlich stark verändert. Und jetzt ist es halt noch mehr so, dass du sagst, okay, also jede Party musst du nicht mehr dabei sein und es ist auch schön, einfach mal zu Hause zu sitzen und fernzugucken und eine Tüte Chips zu essen oder so, sondern einfach, du musst nicht mehr überall dabei sein. Du bist auch nicht mehr so schnell beeindruckt von allem, sondern du weißt dann schon, was wirklich wichtig ist und was auch wirklich zählt im Leben. Also ich habe das gemerkt, ich kann ja immer nur von mir reden. Und von daher habe ich da schon eine Veränderung auch durchgemacht. Aber ich habe den Sonnenauf- und Untergang habe ich auch schon vorher genossen, das muss ich schon sagen. Ich lebe es vielleicht jetzt noch ein bisschen bewusster, eben jeden Tag. Und denke mir, jeder Tag hat es verdient, dass ich was ganz Besonderes auch Sinn mache. Es gibt vielleicht dann aber auch mal Tage, wo es dir einfach mal so nicht gut geht. Das hat ja jeder einfach mal so. Mir ist so aufgefallen, wenn man so durchguckt, du wirkst immer wie so ein Sonnenschein auf der Bühne. Du hast immer ein strahlendes Lächeln. Ja, ist das so ein Schalter, wenn du auf die Bühne gehst, dann geht es dir automatisch gut? Also kommt das so von innen bei dir? Nein, das ist wirklich eben nicht gespielt. Also ich habe das eben auch während meiner ganzen Zeit jetzt, habe ich das immer so durchgezogen. Also durchgezogen, nein, ich bin eben so. Also das ist das, was in den letzten 20 Jahren auch von manchen Medienleuten bei mir immer so ein bisschen angekreidet wurde. Sie haben dann gesagt, ja, die spielt doch nur was und so. Und jetzt haben sie erst, glaube ich, auch gecheckt durch meine Interviews eben, wie ich das Ganze angegangen bin und wie dankbar und wie glücklich, dass ich bin. Und dass ich mich immer sofort aufs Positive konzentriere. Also, dass ich nicht gesagt habe, scheiße, warum ich? Sondern ich habe sehr schnell gesagt, Gott sei Dank hat man das so früh erkannt. Und Gott sei Dank hatte ich keine Ableger. Und ich habe mich immer aufs Positive eben konzentriert. Das ist irgendwie in meinem Naturell drin. Und mir macht einfach das Leben Spaß. Und mir macht es Spaß, Leute zu treffen, mich zu unterhalten mit denen und auch ihre Geschichte kennenzulernen. Das macht mir einfach Spaß. Und singen ist sowieso das Schönste. Also was mir da die Fans für ein Geschenk machen, dass ich nach 20 Jahren immer noch so auf der Bühne stehen darf, ist großartig. Ich meine, für mich gibt es nichts Schöneres. Du hattest ja eben auch gesagt, das hat dir ja auch irgendwo in dieser schweren Zeit, die du ja gar nicht öffentlich gemacht hast erst, das hat dir ja auch geholfen, hast du ja eben sehr gesagt. Sehr. Das hat mir extrem geholfen. Also unbewusst haben mich die Fans dadurch eine Zeit durchgetragen, das ist unglaublich schön gewesen und das hat mir unglaublich geholfen, auch diesen Weg einfach so weiterzugehen. Du hast jetzt eingangs gesagt, ja, 20 Jahre auf der Bühne, da gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Momente. Kannst du jetzt vielleicht einfach mal so aus dem Stegreif einen nennen, der ganz besonders emotional oder ganz besonders glücklich war? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt aus dem Stegreif einfach sagen könntest? Da gibt es ganz viele. Also natürlich gibt es ganz viele, weil wenn du so viel auf der Bühne stehst, also jedes Wochenende mehrmals, dann hast du unglaublich viele so schöne Momente. Aber welchen Moment, dass ich nochmal so quasi durchleben möchte und den ich jetzt bewusster genießen würde und ganz anders genießen würde, das ist der Grand Prix-Sieg. Das ging mir zu schnell. Also wirklich dieser Sieg in Wien damals 1998 beim Grand Prix der Volksmusik und so der Start von allem und wie wichtig, dass dieser Moment eigentlich auch gewesen ist jetzt für mein ganzes Leben. Das habe ich irgendwie nur noch so wie
ein Schnellzug in Erinnerung und das ging mir irgendwie zu schnell. Das würde ich gerne noch mal erleben, aber sonst, ja, ich genieße wirklich jeden Tag. Es ist schön. Also man merkt, du hast unheimlich viel zu erzählen und ich würde so gerne so ganz, ganz viel noch mit dir plaudern. Das machen wir das nächste Mal. Ja, genau. Du kommst einfach wieder. Ja, natürlich. Wir sehen uns eh wieder. Aber du bist jetzt hier trotz alledem wegen deinem Album noch lange nicht genug. Und gibt es denn so einen Titel jetzt so abschließend, der dir noch mehr ans Herz gewachsen ist? Also es sind ja 16 Titel drauf und 16 Titel hast du natürlich in dein Herz geschlossen. Du hast ja ganz, ganz viele auch mitgeschrieben. Aber gibt es vielleicht einen, wo du sagst, da ist noch mehr? Da geht noch mehr, da ist noch mehr. Ja, also der macht mir natürlich schon sehr, sehr viel Spaß. Aber warte jetzt, ich würde vielleicht sagen, wenn ich jetzt da so einen auslese, ja, vielleicht Romeo und Julia. Ja? Ich finde den schon noch schön. Und der ist irgendwie so schön zum Tanzen und zum Abfeiern und zum Mitsingen. Das ist jetzt so dein Favorit. Aber ich muss wirklich sagen, man muss es durchhören, weil es ist so abwechslungsreich und es wird überhaupt nicht langweilig. Also vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Interview warst. Ich danke dir, liebe Silke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.